Und der Rest, der dritter bis fünfter Seed, wird ins Silberbecken kommen. So, jetzt starten wir. Wir sehen hier Roy, Inkling, aka Mega Man, Roy und Baku mit Zero Suit gegen Fuego Elo mit Fox und Cruel mit Captain Falcon. Den klassischen Blood Falcon in Rot natürlich. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Eigentlich sollte Sketti da sein. Grundsätzlich gibt es in Doubles im Moment viele Verspätungen, weil es in Schleswig-Holstein grundsätzlich von der Deutschen Bahn gerade sehr viele Verspätungen gibt im Moment, dieses Wochenende, hoher Krankenstand und so. Deswegen haben wir uns gedacht, wir sind da mal nicht so hart. Wenn einer sich findet und dann einspringen will, dann kann das einer machen. Okay, also wir sehen, bisher ist es ziemlich even. Und ja, Aggression geht auf jeden Fall aus hier von Team Rot, wobei Cool gerade an der Edge ist. Jetzt geht es praktisch nur noch darum, wer den ersten Kill landen kann. Da sind Team Gelb, glaube ich, besser aufgestellt. Jetzt gerade, wenn die beiden an der Edge sind. Defensiv sind das Charaktere, die nicht besonders gut sind, Fox und Captain Falcon. Offstage relativ schwache Charaktere. Und von daher haben die beiden auch schon einen Stock verloren. Inkling allerdings auch. Ubaku tankt jetzt noch den Stock. Hat natürlich auch ein Projectile, was in diesem Matchup... Oh, warte, was passiert denn jetzt? Okay, also es scheint irgendein Problem mit einem Controller zu geben, schätze ich mal. Mal schauen. Also... Ich weiß jetzt nicht genau, was hier abgeht, aber ich schätze einfach mal, dass es da irgendwie, dass ein Button eingedrückt war, während der Controller eingesteckt wurde. Dann kann es sein, dass der sozusagen als gedrückt gezählt wird oder als gar nicht existent, der Button. Vielleicht gab es da irgendwie ein Problem. Von daher bin ich mal gespannt, wie es hier gleich weitergeht, ob einfach neu gestartet wird. Oder einfach weitergespielt wird, so wie es jetzt im Moment ist. Im Moment sah es ja noch ganz gut aus für Ubaku und Mega Man, aka Inkling, Team Rostock auch genannt. Ja, Cruel und Fuego Elo, beide aus Hamburg. Sketti, der von Fuego Elo gerade ersetzt wird, ist Lübecker, also Team Nord gegen Team Rostock praktisch. Die Jungs in Rostock haben da auch ein Weekly, ein Monthly, eins von beiden oder vielleicht auch beides laufen. Da habe ich schon gesehen, dass da beide auf jeden Fall gut placen, sowohl Ubaku als auch Inkling. Aus der Region gibt es, soweit ich weiß, noch Koshi Ray, falls ich das richtig sage, der ziemlich gut ist, und Ares, ein Joker aus der Gegend. So wie ich das wahrgenommen habe, der beste Spieler von da. Bisher haben wir aber nur die drei, Koshi Ray, Ubaku und Inkling aus Rostock gehabt, soweit ich weiß. Auf jeden Fall auch cool, dass die da sind. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber dieses Wochenende findet nicht nur NEZ statt. Morgen wird auch das Flensburger Turnier, Smash Cup Flensburg, stattfinden. Von daher haben wir uns schon gefragt, wie das Ganze aussehen wird mit den Teilnehmern. Aber tatsächlich sind beide Turniere sehr gut besucht. Also wir sind da ungefähr bei 30 und ungefähr bei 20 Teilnehmern. Und das ist schon ein gutes Wochenende zum Grinden. Von daher, falls ihr es noch nicht gemacht habt, NEZ läuft natürlich schon, aber falls ihr morgen Zeit habt, gibt es noch das Event in Flensburg, Smash Cup Flensburg. Meldet euch da gerne an. Und alles Weitere besprechen wir gleich. So, jetzt will ich aber wissen, was hier abgeht. Ich sehe, dass es auf jeden Fall, dass hier immer noch Controller-Einstellungen vorgenommen werden. Alle vier sind drin. Und geht es jetzt weiter? Ja, sieht so aus, als ob es jetzt weitergeht. Ja, okay. Also, wie wird weitergespielt? Es wird einfach so weitergespielt? Ja. Gut, dann kommen wir zu dem Game. Wie wir sehen, immer noch der Einzige mit drei Stocks, Ubaku, der hier auch weiterhin gut Damage macht und generell gut abgeht mit Zero Suit Samus. Ein Charakter, den man
relativ selten sieht. Also in Smash Ultimate habe ich da wenige gesehen, die bei diesem Main geblieben sind. Sir John zum Beispiel hat diesen Charakter mal gespielt, ist dann auf Bayonetta gewechselt und in diesem Spiel spielt er, glaube ich, auch einen anderen Charakter. Ich meine Palutena, größtenteils. Und das sah bei vielen Spielern so aus. Auf jeden Fall ein Charakter, der hohen Output hat, sehr schneller Charakter, komplizierter Charakter, der jetzt auch gerade den Stock verliert. Von daher, ja, selten zu sehen. Und ich freue mich auf jeden Fall, den nochmal zu sehen, weil es auf jeden Fall auch ein sehr stylischer Charakter ist. Gleichzusetzen ungefähr mit Captain Falcon, wie ich finde. Okay, das reicht noch nicht für den Kill hier gerade. Inkling hat es versucht mit der Up-B. Jetzt wird es natürlich auch wieder spannend. Also Ubapu hat hier kaum Prozente und tankt generell den Stock ganz gut. Bekommt jetzt aber auch viel Damage. Kann Team Rot hier die Stocks halten? Nein, Fox nicht und auch Captain Falcon nicht. Okay, damit sind die beiden auf dem letzten Stock. Das Damage dealen kann anfangen. Mal schauen, ob Inkling eine Combo bekommt. Roy ist da auf jeden Fall gut ausgestattet, viel Schaden zu machen, wenn der Charakter noch nicht viele Prozente hat. Vielleicht kann... Oh, schön auf jeden Fall fangen gespielt. Und damit ist es relativ ausgeglichen. Ungefähr 40% auf beiden Seiten, die über sind. Und deswegen gut aufzuholen gerade. Mal schauen, ob Team Rot da gerade mal ein Comeback starten kann. Oh, ja, das sieht aus nach einem Kombo-Starter. Okay, also der 10-Minuten-Timer ist abgelaufen. Von daher müssen wir vielleicht gleich ein paar Leute die queuen. Wir schauen mal. Gut. Also, wir sehen, es ist sehr ausgeglichen. Fox und Zeus und Samus Charaktere, die sehr leicht zu killen sind. Zeus und Samus ist allerdings sehr viel besser gewappnet, wenn es um Offstage-Gameplay geht. Von daher mal schauen, wo das Spiel gleich hingeht. Krugel ist an der Edge. Darf hier nicht von einem Jab getroffen werden. Oh! Okay, Ubapu verliert hier zuerst den Stock. Und das sieht natürlich jetzt nochmal ganz anders aus. Die beiden noch unter 100%. Oh! Sehr cool. Sehr cool mit dem Jetlock Reset. Okay, also das erste Game geht tatsächlich an Krugel und Fuegoelo, a.k.a. Skeddy. Das ist auf jeden Fall eine Überraschung. Ich werde jetzt noch einmal schauen, ob ich jemanden die queue an meinem kleinen TO-Tablet. Mal schauen, ob vielleicht schon jemand da ist oder ob ein paar Leute noch nicht da sind. Auf jeden Fall sehe ich noch nicht Safari-Wisserin und Unishin. Ich sehe aber auch nicht Beißel. Mal schauen, wer da gegen wen spielen musste. So, wir gehen ins zweite Game und wir sehen, dass es zu einem Charakter-Switch kam von Fuegoelo. Und zwar nicht mehr Fox, sondern Falco. Bin mir nicht ganz sicher, warum. Wahrscheinlich, weil Falco einen höheren Sprung hat. Das heißt, er ist nicht so schlecht offstage. Und der Charakter hat auch sehr gute Kombos. Es kann sein, dass er ihn deswegen nimmt. Ich wusste gar nicht, dass Fuegoelo überhaupt einen Falco hat. Und da bin ich mal gespannt, wie das Game hier läuft. Im Moment startet es ungefähr wie letztes Mal. Ubapu wieder mit wenigen Prozenten. Der Rest relativ ausgeglichen. Gut, also die spielen schon. SDN, die spielen schon. Stefan und Ian sind noch nicht da. Safari und Onishin, Skyrim, ja. Ja, okay. Machen wir das einfach so. Gut, und dann starten wir gleich den nächsten Teil. Okay, und da sind Stefan und Ian, perfekt. So, dann schauen wir mal, wie es aussieht. Zwei Stocks sind verloren gegangen, was ich noch nicht mitbekommen habe. Aber es sieht im Moment eigentlich genauso aus wie letztes Game. Ja.
Mal schauen, ob es wieder zu einem Comeback kommt oder ob es diesmal so bleibt. Okay, beide überleben hier an der rechten Seite. Auf der linken Seite Ubapu gerade offstage. Wie gesagt, Zero ist auf jeden Fall ein Charakter, der offstage ziemlich gut ist. Mit dem Flipjump auf der Down B. Okay, aber Ubapu verliert den Stock und genauso Inkling. Es ist wieder stocktechnisch ausgeglichen. Die Prozente sprechen aber nicht für Team Rot. Mal schauen, ob Inkling hier gerade mal einen Jab bekommt. Oh, entscheidet sich dafür, auf das 2v1 zu gehen, aber schafft es, keinen Damage zu machen. Das ist das Interessante an Doubles. Also du hast eben nicht nur diese starren Situationen mit Edge Guard und allem Möglichen, sondern du hast immer die Entscheidung, ob du deinem Teampartner hilfst oder das 1-on-1 oder 2-1-on-1 machst. Ich finde persönlich, dass man sich nicht immer nur für eine Sache entscheiden muss, sondern immer hin und wieder so einmal kurz reinpieken beim Partner kann und dann wieder das 1-on-1. Einfach um das Momentum so ein bisschen abzuswitchen. Und wir sehen Cruel auf dem letzten Stock. Muss hier auf jeden Fall upturnen ein bisschen. Vergessen, den Twitter-Post zu machen. Das machen wir jetzt auch noch einmal schnell. So. Okay, inzwischen Inkling auch mit ein paar Prozent, aber auf dem zweiten Stock noch. Für ihn sieht es am besten aus. Cruel muss auf jeden Fall aufpassen. Muss das Momentum hier halten. Okay, also Team Roh grundsätzlich jetzt auf dem letzten Stock. Das sieht auf jeden Fall besser aus für Team Gelb als letztes Mal. Oh, allerdings jetzt hier der Stock-Loss von Ubapu. Allein wenn ein Teampartner noch einen Stock hat und andere hohe Prozente, ist das schon worth it. Einfach weil, wenn der Stock klaut wird, kann es halt trotzdem sein, dass es so ein 2v1 kommt. Jetzt aber das 2v1 hier für Team Gelb. Falco mit dem Kombo-Starter aber... natürlich unterbrochen, wenn es ein 2v1 ist. Oh! Wir sehen hier schon die Footstools. Hier wird ein bisschen rumgestylt. So, ich poste jetzt einmal die Links. Okay, also 1-1, wie wir sehen. Es kommt nochmal zu einem Game 3, was das Ganze entscheiden wird. Startpunkt. GG/Nitzri15. Falls ihr das Bracket nicht habt, die Short Whale ist immer super entspannt. Gut. Also, wir kommen zu Game Nummer 3, das alles entscheidende Game, und wir sehen noch einen Charakter-Switch, und zwar Sonic. Habe ich auch noch nicht gesehen von dem Fuego. Ich bin mal gespannt. Also, Sonic auf jeden Fall ein Charakter, der das ganze Spiel sehr, sehr unruhig machen kann in Doubles. Oh, und Inkling verliert sofort seinen ersten Stock. Das, oh, aber Cruel auch. Ich weiß nicht, was da gerade abging, aber irgendwie keine Abi. Dachte wahrscheinlich, dass er noch einen Jump hat oder so. Auf jeden Fall starten hier auf beiden Seiten jeweils ein Teammitglied mit nur zwei Stocks. Das Game wird etwas schneller gehen als das andere. Sonic kann, glaube ich, nicht das Game... Campy spielen, einfach weil in Doubles zu viel los ist. Der rast da die ganze Zeit durch. Mal schauen, was sich Fuego dabei gedacht hat. Im Moment funktioniert. Hat hier am wenigsten Prozente und die höchsten Stocks. Und ist auch Offstage einfach ein bisschen besser. Ja, das geht hier auf jeden Fall sehr schnell. Ubapu jetzt auf 139%. Inkling hat bisher seinen Stock ganz gut gehalten, seinen zweiten aber.
Allerdings ist er offstage gerade. Oh oh. Okay. Also, wer wird zuerst den Stock verlieren? Im Moment sieht es nach Cruel aus, aber Inkling verliert tatsächlich zuerst seinen Stock. Damit haben die beiden nur 3 gegen die 5 Stocks von Team Rot. Dann müssen wir mal schauen, ob das noch zurückholbar ist. An sich schon, wenn die Stocks jetzt schnell auf Team, von Team Rot fliegen. Und da ist Nummer 1. Nummer 2 holt gerade noch, kann gerade noch on stage kommen. Das tankt hier also den Stock. Okay, also. Wir sind hier wieder ausgeglichen. Prozentemäßig ist es ein bisschen in Favor von Team Rot. Die machen aber ganz gut Druck im Moment. Schon, ob Team Gelb antworten kann. Hier vielleicht eine Combo für Ubapo. Nein, unterbrochen von Cruel. Das ist ein Hin und Her hier. Auf der anderen Seite. Fuego versucht sehr aggressiv offstage zu spielen. Versucht hier die Backairs offstage immer zu bekommen. Oh, und der Spike von Cruel. Holt sich Inkling einen Stock? Ja. Okay, mal schauen, ob Ubapo so gut Stock tanken kann wie bisher immer. 85% schon drauf. Aber natürlich kann man mit Zero Suit auch ein bisschen defensiver spielen, weil man eben das Projektil hat. Fuego muss hier aufpassen, dass er den Stock nicht verliert. Aber auch Ben ist Fuego Elo immer noch mit dem Stock dabei. Und oh, Air Dodge genau in den Upsmash rein. Das ist viel Damage. Oh. Ja, gerade sieht es nicht sehr gut aus für Team Gelb. Sie müssen auf jeden Fall Cruel irgendwie besiegen. Um zu forcen, dass hier. Oh! Okay. Wir haben das 2v1. Oh, Cruel aber offstage. Er muss jetzt Cruel bekommen. Hat es versucht wahrscheinlich mit dem Jump, aber wird gespiked und damit das 2:1 für Cruel und Sketty aka Fuego Elo.